Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von South Park. Ja, nein. Wir spielen heute South Park. Nein. Stick of Truth, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Rainbow Outlast. Nein. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. The one and only, nicht der Zweier verschnitzt, sondern der Einser. Und wir sind jetzt nass. Nein, du bist nicht nass. Ja! Es regnet nur. Sprengalage ist an, aber du bist nicht nass. Nein! Wir haben ja unser regenabweisendes Cape an. Entschuldigung. Gott. Ich hab wieder Wie war noch. Ja. Tut mir leid. Wie war nochmal Nachtsicht? F. Ja, ich. Gut auch reingetragen, ne? Ja, ist schon ein paar Wochen her gewesen. Die letzte Aufnahme, die haben wir damals von den Köln-Vlogs gemacht. In Köln war gut vor fast einem Monat. So lang? Ja, fast. Müsste jetzt dieser eine Typ nicht voll aggro sein, weil wir jetzt die Sache hier gelöscht haben? I don't know. Würde ich die Küche von auch schon reingegangen? Nein. Da war alles am. Oh! Sag ich das nicht? Hab ich das nicht gesagt? Hab ich das gesagt? Der Typ muss. Der ist doch aggro. Mir ist schwindelig. Ich hab mir so erschrocken, dass mir schwindelig ist. Okay. Fuck. Komm da rein. Mann, ey. Zum Glück habe ich nicht gespielt. Hallo. Was gibt's denn Schönes? Mann, was ist denn mit mir? Als ob hier nichts ist. Nein. Nur ein Haufen. Ist das Farbe oder was ist das? Ja, wahrscheinlich was zu essen. So Essensdosen. Ist ja eine Cafeteria. Warum sollte da Farbe sein? Ich weiß nicht. Die tun die Essen an, weil sie kein gutes Essen leisten können. Das Fleisch sieht mittlerweile schon grün aus. Einen Moment, das haben wir gleich. Das könnte ich mir bei meiner Cafeteria auf der Arbeit vorstellen. Was für da du schon öfters dein Produkt gezeigt hast, war das jetzt voll deine Firma? Nee, nicht das Produkt, Cafeteria. Ah. Das Essen. Ah. Das Trinken ist voll lecker. Komm da durch. Ich glaube, das musst du sogar. Aber da gibt's doch was. Da geht's so. Ghost. Geh erstmal rechts in den Raum rein. Oder links. Ghost Whisperer. Stimmen aus dem Jenseits. Hello. Schade, ich dachte, du würdest lesen. Ja, dachte ich auch ganz kurz. Ich kann das so gut lesen. Wenn ich mich gerade nicht verspreche. Wunderbarer Leser. Ich weiß es nicht. Ja, du darfst lesen! Ja! Ich würde mir gerne mal so einen Zwischenstand haben, ob wir jetzt schon Dokumente übersehen haben. Bestimmt. Im Kultra-Programm CIA Mord Doc Nummer 140401. Seiten 159 und davon die Auszüge. An Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. 1. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. 3. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? 7. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? 8. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Das würde ich auch gerne wissen. So, also eigentlich müssten wir. Der Schall sagt ja, wir müssen. Was? Schlafinduktion habe ich noch nie gehört. Okay, habe ich schon mal, weil ich das Display ja schon kenne. Aber ich schätze mal, wir müssen da raus, aber ich will mal gucken, was wir jetzt da machen können. Können wir springen? Können wir uns überhaupt umbringen?
Wenn du da jetzt nicht mehr rauskommst, haben wir ein Problem. Okay, da ist der Leiter. Oder? Da, Batterie. Ha! Ha, Secret Area entdeckt. Ich hab keine Batterie gewesen, zu... Das ist so krass gewesen, wenn da oben jetzt einer gestanden hätte. Wir warten, bis wir hochkommen, wir kommen hoch und tritt uns erstmal wieder runter oder so. Das ist Sparta, aber hier, keine Batterie wird zurückgelassen. Keine Batterie! Haben wir bestimmt schon. Nein! Oh nein, nicht draußen. Vor allem, die Nachtsicht bringt einfach gar nichts. Nein. Nee, da ist ein Schatten. Aber das ist immer noch besser als, oh, da ist zwei. Aus dem Schlüssel. Ja. Der Autos 2 gefällt mir aber auch gar nicht. Naja, Autos 2 finde ich auch so schon schlecht. Also, hier hast du diese Anstalt, die ist wirklich gut, aber in Autos 2 bist du ja die ganze Zeit draußen. Ja, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Fetzer an. Der hat sogar eine Kette. Kette. Warum gehst du nicht zum Onkel in die Praxis? Warum gehst du nicht zum Onkel in die Werkstatt? Der gibt dir. Nein, hier haben wir eine Praxis. Ach so, Dr. Traeger in die Praxis. Der gibt dir eine Fingeramputation, wenn du ihn darum bittest. Junge. Und wie du wieder aussiehst. Blut auf deinem Hemd und ständig dieser Wehr. Was sollen die Nachbarn sagen? Ja, was sagen die Nachbarn hier von Mount Massive? Ruhe da hinten! Was brüllt ihr die ganze Zeit darum? Ich versuch zu schlafen! Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Vielleicht schon, ja doch, also ich bin und bleibe Miles Abschur und nicht Paul. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Ja. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Ich will aber keine Nägel haben. Was wartet einer auf uns? How alive are you? I'm very alive. I'm aliver than you. Okay, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Nein. Ich glaube, ich mal Offroad. Ja. Offroad. Nein, da brauchen wir schon nicht. Ich suche jeden Winkel. Ja, das ist eine kleine Hütte. Kannst du das nicht schauen? Doch, ja, ich suche jeden Winkel. Ah, keine Ahnung. Ich verirre mich wahrscheinlich gerade. Ah, Schüsse! Okay. Blöde Vermutung, aber... Lauf? Oder eher Lauf? Eine Wolke! Das war eine Wolke! Hast du es gesehen? Ja. Ey, wenn ich jetzt eine Batterie nachlade, das ist... Was war der Hintergrund? Ja, das war der Hintergrund von meinem Desktop. Ja, alles okay. Und die Tür zu. Es darf nichts Böses folgen. Da kommt er nicht durch. Was Böses im Bosch. Welche Aufnahme war das? Ich weiß es nicht mehr. Das Böse! Okay, man sieht echt gar nichts. Gut, dass ich noch die Batterien da, die extra Batterie gefunden habe. Ja. Ich glaube, da ich das so langsam gemacht habe. Ja, das sieht aber ein bisschen krass aus. Hehe. Das glaube ich auch. Scusi. Ich glaube, wir haben diese Wolke wieder gesehen.
Das Ding im Dunkeln. Gott, wow. Steh mir bei, ich glaube, ich habe den Warrider gesehen. Und haben sie die Tür gemacht, das heißt irgendwie... Ja, wir haben nichts gesehen, nein. Ich habe ihn nur getriggert und, ja. Sorry. Okay. War jetzt doch nicht so gruselig wie gedacht. So. Ich weiß, nein. Okay, da kommt. Ich dachte, da kommt nicht durch. Ich will einfach jede Ecke noch durchsucht haben. Hier ist nichts. Du willst unbedingt noch eine Batterie, ne? Ja. Oder ein Dokument. Oder ein Fettsack. Jeder Fettsack wird. Kein Fettsack wird zurückgelassen. Vielleicht finden wir noch ein Biest. Ich habe einen Namen für den Fettsack. Das wäre jetzt aber ein bisschen. Das wäre unfair. Meinst du Fatty McFatty? Nein. Achso, das war jetzt aber wirklich. Das hat das doch Tänzerbund aus dem Spiel. Also wer die Kölnbox gesehen hat, der weiß, dass wir nicht Tanzverbot meinen, sondern no, doch, ich meine Tanzverbot. Ich meine Tanzverbot, wir meinen Tanzverbot. Oh, besuch den mal. Okay, tritt den runter. Ey, die Batterie. Das ist Sparta. Hey. Gott, oh, dass er mir runterfällt. Hey. Hey, ach, fick dich. Ich bin die ganze Zeit nur am Gehen. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Irgendwie wach. Ey. Ich frage mich jetzt da weiter. Oder ja, unten? Nee, ich glaube, du bist. Ah, nee, das ist, falls mal runterfällt, glaube ich. Musst du dich dann an der Kante lang. Ja, da ist es aber eine Leiter. Ich glaube, das ist aber, falls mal runterfällt. Ich hier weiter muss ich mal schauen, glaube ich, dass vielleicht gibt es ja noch was, aber ich scheiß drauf. Wir sind meist ab schon, wir haben andere Sorgen. Ja klar, halt dich nicht an der Kante fest. Das zweite rennen müssen. Ja, aber ich war an der Kante, ne? Weil... Es war ein schräges Dach. Ah, jetzt sehen wir nochmal den Warrider. Na, wenn er jetzt getriggert wird, nein. Oder? Ja, da ist er. Hallo! Oh. Hm? Alles okay. Hey, das haben wir auch gesehen. Haben wir gesehen? Ja, jetzt kannst du aber durchrushen, ne? Die Stellen. Nee, Batterie noch. Ja, du. Du solltest schon nicht die Leiter erwischen. Hm, eine Leiter oder eine? Wo kletter ich hoch? Hm. Ich weiß, können wir jetzt mehr als 5 Batterien. Ich glaube, wir können jetzt nicht mehr als 5 Batterien nehmen, ne? Geht es nicht, oder? Ich guck mal, was jetzt passiert. Wir werden es jetzt rausfinden im Kanal CMOX-Team. Doch, kannst du. Ne. Wieso? Der liegt die Woche. Ja, ich kann sie nicht aufnehmen. Achso, 5 von 5, ja. Ja. Jetzt kann ich sie aufnehmen. Okay. Ist eine Batterien voll? Du kannst so 5 Batterien mit dir rumtragen. Ja. Die Batterien sind so schwer, mehr kann man nicht mitnehmen. Das sind richtig fette Batterien. Also, und jetzt genügend Anlauf nehmen. Weil er sich gerade eben nicht an der Kante festgehalten hat. Das ist run, boy, run. So. Links bitte. Ja. Hey. Den Typen ging es mal besser. Vermute ich mal. Okay. Ah, wir müssen da wieder hoch. Nee, ich bin. Nee, ich glaube, müssen wir nicht. Ah! Nee, ne? Das wirkt, als müssten wir da weiter, oder? Ja, aber wie willst du denn. Ah, doch, da ist er noch. Ja. Das habe ich nicht gesehen, dass da ein Loch ist. Hab ich jetzt auch nicht gesehen. Es ist so dunkel hier. Speichert. Es ist nicht gut, wenn wir speichern. Have to get out. Da unter das sieht man echt gar nichts. Ungefähr.
Oh, du hättest auch noch ein bisschen. Ich hoffe nur, dass du wieder reinkommst, weil ich will nicht draußen sein. Okay. Ghost Nachricht von Sam, also ohne das sehe ich gar nicht. Fick dich bitte. Nämlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nur schlechte Erfahrungen von draußen. Das ist echt, ja. Das heißt immer, wenn man so. Gute, nein, dann, nein, Gute selber. Was macht er da? Der ist gefesselt. Es sah ein bisschen aus, als würde der gerade Spaß haben, aber. Ja, kein Spaß. Ja, wo musst du lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Ne, von da kommst. Doch, kann sein. Ich kam mir gerade einen Trip, da ich komme von der Ecke hier rauf. Ah, ja, stimmt. Dann musst du da wieder runter. Oh nein, ich weiß, was passiert. Nein. Na, der. Ich hasse den Typ. Und wo ist der? Du bist einfach. Du hockst dich nur hin und bist kleiner als das Gras, okay. Wo kommt der Typ eigentlich überall her? Ich meine, hat der uns einen Peisender verpasst? Sieht der dich eigentlich so? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, der könnte. Guck mal. Wie soll er mich so mal sehen? Ja. Ich glaube hinter dir. Ich schätze mal, wieder da unten oder so. Ne, der ist auf jeden Fall da draußen. Und es ist ziemlich unnötig, hier da oben rumlaufen zu lassen. Vielleicht ist er hier, guck mal hier, vielleicht ist er unten oder so. Ja, mach doch was. Ist er unten? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er da unten ist. Es würde keinen Sinn machen, den irgendwo rumlaufen zu lassen, wo du noch nicht hinkommst. Komm ich da hin? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade gesehen. Da ist er doch! Da war er doch gerade. Ich hab nichts. Da hinter dem Baum, glaube ich. Egal, versuchen wir irgendwo weiterzukommen. So an einer Ecke lang. Ja, so, ne? So, gut. Ich hab das Gefühl nur, dass auf der anderen Seite jetzt. Ich spring ihm so entgegen oder so. Ja, bitte da oben, wenn's geht. Ich glaube nochmal geht's. Oh nein, der muss da runter. Ich konnte nicht nach vorne gehen, das war das Problem. Irgendwie, der hat da. Das war Absicht. Ich bin meins abschuld, ich bin krass. Ich bin hart in mir. Ich konnte nicht wehtun. Was guckst du mich an? Ich spiel ja. Als ob ich dir jetzt irgendwas ruiniert hätte. Ich spiel. Ja, Schaden. Wenn ich hier bleib. Ich will da trotzdem weg. Da müssen wir nicht. Ich hab keinen Bock. Ich hab das Gefühl, der ist da. Geh weg. Lauf irgendwo hin. Ja. Lauf irgendwo hin. Der macht das Licht an. Ja. Vielleicht musst du einmal Block laufen, dann runter. Okay. Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, du musst einmal Block laufen, dann dahin rennen, wo der herkommt. Oder die Türe dann da runter. Ja. Shit. Mhm. Ja, okay. Komm, schnell, einmal noch durch und. Ja, das macht doch keinen Sinn! No!
Als ob. Als ob. Fick dich! Fick dich! Als ob. Als ob das jetzt ernsthaft ging. Jetzt, die Musik ist noch normal, der kommt nicht. Es dauert immer noch, bis die Musik weg war. Ist mir scheißegal, vielleicht findet er einen anderen Weg. Der findet immer einen Weg, der kommt immer irgendwo hin. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie im Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mir Sinn, ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Okay. So. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Oh, da liegt eine Batterie. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. So. Ich glaube, Folge ist langsam mal vorbei, ne? Ja. Bevor ich. Ah, da jetzt geht's wieder rein. Bevor ich jetzt reingehe, ne? Springe ich erstmal gegen die Paletten. Ach komm, scheiße, ich geh rein. Speichert, okay. Das ist perfekt. Hier können wir voll beenden. Dann geht's jetzt weiter mit mir in der nächsten Folge. Ciao.